So, meine Wunschverpaarung für nächstes Jahr. Warum? Der unspektakuläre Hund hat für seine Verhältnisse ein Short Coupling. Sehr breite Keule, darum ist er auch sehr lang. Was sehr schön ist auch, mit schöner langer Oberarm. Ist ca. 70 groß. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, interessiert auch nicht. Wenn er es bringt, bringt das. Aber über 30 Kilo dürft ihr nicht bekommen. Wird bei 28 Kilo wahrscheinlich aussteigen. Sonst schauen wir uns die Hündin dazu an. Live. Auch für ihre Verhältnisse Short Coupling. Ein wunderschöner Hund. Vor allem auch der Oberarmknochen ist extrem schön, alles im Drittel bei dem Hund. Auch hier alles im Drittel. Er läuft sehr rund, der Hund. Und vor allem viel Luft. Rückkreuzung auf Kronen, das ist ganz wichtig. Schauen wir nochmal hier den Rotto. Kann man beim Truppen abrufen, was ganz wichtig ist. So fein. Hört sehr gut zu. Auch hier ganz ein Hund, der nicht aufgezogen ist in der Bauchlinie. Wird sehr viel Substanz kriegen, das ist ja noch ein junger Rüde von Jahr, Jährling. Der kommt ja erst die nächsten 2 Jahre richtig, der Hund. Auch die Pfoten, wenn man jetzt gerade die Pfoten anguckt, hat er ganz kurze Krallung, was ganz wichtig ist. Läuft es sehr schön ab. Auch das Bodenmaterial hält, auch in dazwischen drin hat er sehr, ist er sehr gut befedert. Nochmal. Rodo ist auf Smash. Mal Ora und die Live. Hi Live. Live ist aus Konen mal Lire. Und Mesh ist wieder Konen. Lire. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie sie sich ein bisschen bewegen.
war's schon. So, die Wunschverpaarung. Yeah.